Willkommen, liebe Freunde, hier bei Modellpilot.eu. Wir stehen hier am Stand von einem sehr bekannten Unternehmen, das ist Krick. Neben mir steht Matthias Krick und erzählt mal ein bisschen über die Geschichte dieses Unternehmens. Ja, die Firma Krick ist natürlich schon seit Jahren auf dem Markt. Wir sind jetzt 60 Jahre fast dabei. Mein Vater hat die Firma gegründet, 1953 in Leipzig noch. Später sind wir dann in Raum Stuttgart nach Knittlingen gezogen, wo wir heute noch sind. Und ja, es hat sehr viele Entwicklungen gegeben im Laufe der Jahrzehnte. Und seit 1994 ist die Firma dann unter meiner Führung. Ja. Also, man kennt sie aus der, so aus der Familientradition als der Baukastenhersteller. Und wie sieht es denn heute aus? Wir stehen ja hier vor diesem altbewährten, weiterentwickelten, den Helis. Und neben diesen Helis haben Sie ja auch noch Baukästen im Bundeswehr. Ja, die klassischen Baukästen haben wir nach wie vor. Das ist auch ein wichtiges Standbein, das wir nicht vernachlässigen wollen. Es wird immer noch gebaut heutzutage, auch in der Zeit, wo so viel Ready-to-Fly angeboten wird. Aber natürlich wollen wir auch in dem Ready-to-Fly-Bereich dabei sein. Und haben also hier beispielsweise im Helikopterbereich vom Einsteiger-Heli, Quadrocopter bis dann zu den Experten-Helis alles dabei. Experten-Helis als Kit oder als Ready-to-Fly gibt es alles auch bei Krick. Ja, schön. Herr Matthias Krick, wir sehen im Hintergrund zum Beispiel eine Klemme. Das ist auch im Baukasten oder auch Ready-to-Fly? Ja, die Klemme ist natürlich ein ganz alter Traditionsbaukasten bei uns. Also wir sind eigentlich schon bekannt dafür für Klemmenflugzeuge gewesen. Es gibt seit den 70er Jahren gibt es unseren Baukasten, der Klemm 25, ein richtiger, schöner Balsa-Holz-Baukasten, wo man noch richtig dran arbeiten darf. Aber wir haben auch hier die etwas größere Variante als almost ready to fly oder ready to cover Version. Mit vorgebautem Rumpf, mit vorgebauten Flächen. Das gibt es genauso. Lassen wir mal hinten hingehen, dann zeigen Sie mal ein bisschen näher. Gerne. Ja, die große Klemm ist ein Bausatz, der also schon fertig vorgebaut ist. Wir haben den komplett ausgestattet mit GFK-Motorhaube, eine wunderschöne rippengebaute Fläche, die man schön transparent bespannen kann, damit man auch das klassische Flugbild erhält. Elektrisch oder als Verbrenner zu fliegen. Man hat alle Möglichkeiten in diesem großen Modell. Dann haben wir als Neuheiten zwei Wasserflugmodelle. Einmal die Canadair mit 1,10 Meter Spannweite. Das ist ein Modell mit GFK-Rumpf, fertig lackiert und einer rippengebauten Fläche, die mit Ora-Coverfolie schon bereits fertig bespannt ist. Auch die Motoren sind hier dabei, Regler sind dabei, Servos müssen noch einmontiert werden. Also es ist schon auch noch etwas Arbeit dabei, aber es ist ein haltbares Modell, stabil gemacht und dennoch leicht durch die GFK-Technik. Und damit man es auch wirklich als Wasserflugmodell oder auch auf der Wiese landen kann. Genauso die Canadair mit 1,3 Meter, die Catalina, Entschuldigung, mit 1,30 Meter Spannweite. Ebenso mit GFK-Rumpf, viele schöne Details dran, die Außenschwimmer in GFK gefertigt, genauso mit Rippenbaufläche, mit Ora-Cover bespannt. Die ganze optische Seite ist schon vorbereitet, die Motoren, Regler, Servos, das sind die Sachen, die noch montiert werden müssen. Ja, liebe Freunde, danke schön erstmal an Matthias Krick, dass er uns so hier rumgeführt hat, die Neuheiten gesehen hat. Es gibt ja viel, viel mehr noch, als statt, was wir hier am Stand noch sehen. Das werdet ihr ja auch im Prospekt von Krick sehen. Und wie ist das in euer Slogan, Krick? Modellbau vom Besten natürlich. Also wir versuchen immer, etwas Besonderes zu bringen und hohe Qualität zu bringen. Dafür sind Sie bekannt. Herr Krick, danke schön, dass wir hier haben verweilen dürfen, dass wir uns die Neuheiten gesagt haben. Und zum Schluss, wie immer, Modellfliegen ist Spitze. Dankeschön. Tschüss.